Hier haben wir noch ein paar Eier und auch... Was lief da? Nichts Schlimmes. Ah, cool. Noch mehr Metalleier. Was ist das? Das ist einfach nur Gras. Keine Ahnung, wie das Flachs, das Flachs aussehen müsste. Hm. Das könnte schon gewesen sein. Flachs gehört auch zu einer meiner Mods. Jawohl. Und der ist relativ selten. Das heißt, den muss man einpflanzen und kultivieren. Dann können wir ja mal ein bisschen an der kleinen Hütte rumarbeiten. Obwohl, dazu bräuchten wir eine Axt. Und wir könnten mal das Steak auf den Ofen hauen. Um die Spinnenattacke auszugleichen. Okay, da geht noch eine Axt. Stöcke müssten wir noch irgendwo haben. Jawohl. Und die machen wir einfach mal aus. Aus Stein wollte ich sie machen. Okay. Keine Ahnung, wie oft mir das noch passiert, dass ich die Stöcke durch die Gegend schmeiße. Tür zu! Was ist, wird schon wieder dunkel. Nein. Das sind nur Wolken. So, und jetzt rücken wir hier den Bäumen zu Leibe. Weil natürlich brauchen wir Holz für unsere schöne Holzfällerhütte. Dann werde ich die mal hier in der Umgebung einfach abholzen. Wir können uns ja dann später ein neues Gebiet suchen oder irgendwo aufforsten, falls wir noch mehr Holz brauchen. Vor allen Dingen die, die so dicht an der Hütte stehen und direkt vor meinem Fenster, den mache ich mal weg hier. Muss nicht vor lauter Holzhacken vergessen, wenn es dunkel wird. Ganzen Setzlinge hier. Also, dass wir Flachs gefunden haben, finde ich super. Kann ich nämlich gleich die neue Ressource ausprobieren, sozusagen. Und dass wir hier so einen kleinen See haben, ist eigentlich auch eine nette Sache. Vielleicht kann man da ja später dann fischen. Größerer See. Das sieht aber nett aus. Wie witzig auch, dass die Steampunk-Hühnchen Steampunk-Eier liegen. Wow. Den großen lassen wir mal stehen. Einfach aus ästhetischen Gründen. Sonst gibt es keinen triftigen Grund, ihn stehen zu lassen. Also nicht, dass mir einer einfällt. Wolle! Weiß gar nicht, warum ich mich so über Wolle freue. Außer, dass man da Betten draus machen kann und so weiter. Weiß ich noch nicht so richtig, was ich mit Wolle anfange. Ich weiß, es wird oft benutzt, um quasi weiße Wände zu machen. Oder einfach auf dem Teppich, auf dem Fußboden, so eine Art Teppich zu verlegen. Nein. So, nachdem wir jetzt den ganzen Tag Holz hacken waren, könnten wir mal anfangen, ein bisschen an der Hütte rumzuwerkeln. Das heißt... Ach ja, die ganzen Blätter von den Bäumen fallen jetzt runter. Heißt, wir müssen die Hütte einfach ein bisschen verbreitern. Und eigentlich auch noch eins höher machen. Da.
Sonst wird auch schon wieder nichts. Bevor die Nacht kommt. Okay. Nein, das ist falsch. Wir brauchen Bretter. Zack. Und zwar jede Menge Bretter. Die Eier können wir da mal hin tun. So. Jawohl. Okay. Und nochmal Bretter. Dann. Ich mach mal auf jeden Fall bis zu dem Hügel hier. Wie machen wir dann? In der Tür natürlich wieder zu. Okay. Und hier müssten wir jetzt noch eine Ebene höher gehen, damit die Hütte auch eine gescheite Höhe hat. Okay, und bevor uns die Nacht wieder überrascht, versuchen wir da jetzt nochmal ein Dach drauf zu setzen. Nein. Okay. Gut, 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 gut. Ja, hier mache ich auch erstmal Holzbretter hin. Das ganze Ding soll ja etwas größer werden. Irgendwie sieht das aus wie eine kleine Kirche jetzt. Ah! Bienen! Okay, ist die Frage, wo sich die niederlassen. Eigentlich braucht man einen Bienenstock, um mit dem Beekeeping-Mod anzufangen. Uch, Bienen scheinen etwas aggressiv zu sein. Okay. Also hier habe ich die Hütte jetzt verbreitert. Erhöht. Also das wäre dann die richtige Höhe, die so eine Hütte haben sollte. Perfekt, weil dann können wir hier eine Reihe mit Fenstern reinmachen. Das werde ich jetzt mal machen. Ich weiß nicht, hier könnte man noch irgendwo eine Lampe aufhängen. So. Dann haben wir jetzt hier ein kleines Panoramafenster. Ja, wo sind die Bienen hin? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man die Bienen herumfliegen sieht, es gibt eine gewisse Chance, dass die sich dann irgendwo ansiedeln und da quasi dann ein Bienenstock entsteht. Und diese Bienenstöcke, die braucht man quasi, um selbst dann sein Bienenvolk zu züchten. Man braucht dann aber auch so eine Art Maske, damit die einen eben nicht angreifen, dass man die gefahrlos sozusagen einsammeln kann, die Bienenstöcke. Naja. Ist ja spannend, dass man gleich all die Sachen sieht, die man sich hier per Mods installiert hat. Fehlen ja nur noch Fossilien. Und natürlich das Luftschiff. Gut. Hier haben wir unser kleines Panoramafenster. Schon mal kurz überlegen, wie wir morgen früh dann weitermachen. Also, die Hütte muss
Alles klar, das Schaf schaut mich an. Die Hütte muss nach hinten auch noch ein bisschen breiter. Das heißt, ich muss die ganzen Fenster, die ich hier eingesetzt habe, wieder rausreißen. Weil die Hütte ist viel zu schmal. So geht das nicht. So gefühlsmäßig müsste jetzt so langsam die erste Aufnahmesession zu Ende gehen. Naja, es ist echt doof, dass ich das mit der Uhr verpeilt habe. Um genau sehen zu können, wann welche Episode fertig ist. Naja, ich hoffe, ich kriege das dann halbwegs zurechtgeschnitten. Und auch so, dass ich mich nicht mittendrin im Satz selbst unterbreche, quasi von Episode zu Episode. Beim nächsten Mal achte ich dann besser drauf. Gut, dann werden wir noch einmal schlafen. Jetzt ist die Frage, ob diese Treppe, die ich mir hier errichtet habe, ob die irgendwelche negativen Auswirkungen hat, wenn ich mich zur Ruhe bette. Ich reiß die einfach mal ab. Und mach was anderes dahin. Nämlich eine Leiter. Leiter, Leiter, Leiter. Wie war das mit der Leiter? Das war, glaube ich, so. Jawohl. Und zwei müssten meiner Meinung nach auch reichen. Eins, zwei. Ja. Richtig, da kann man dann hochspringen. Und runterspringen. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Was wir noch machen könnten, oder was wir noch bräuchten, ist so eine Vorratskiste, wo wir überflüssiges Zeug abladen können. Und da wir ja hier ein bisschen bleiben werden, mache ich die jetzt erstmal hier in den Boden. Keine Ahnung, wie man eine Kiste baut, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Aber das kann ja nicht so schwer sein. Holz habe ich genug, das ist doch das falsche Menü. Zack. Eine Kiste, ich glaube, einfach so ein Ding hier, jawohl. Oder ist das? Nein, das ist eine Kiste. Ich dachte, das wäre eine Werkbank. Zack. Oh. Eine Kiste. Da können wir dann den nicht benötigten Klumpatsch reinschmeißen. Zum Beispiel die Wolle. Die Steine erstmal. Den Kies, die Kohle, Federn und Knochen, das braucht kein Mensch erstmal. Pilze braucht auch erstmal keiner. Ja, das mit dem Flachs, da müssen wir uns noch eine schöne Stelle suchen, wo wir das einpflanzen können. Pfeile habe ich hier schon, Eier, noch mehr Holz, das behalte ich mal, Kakteen. Feuerstein behalte ich auch mal. Dann haben wir hier noch die Werkzeuge. Das Holz brauchen wir auf jeden Fall. Das Glas können wir auch mal drin lassen. Den Schmutz brauchen wir nicht. Die Stöcke lassen wir auch mal da. Dann haben wir hier zip, zip, zip. Das ist eine frische Hacke. Hacke, Schaufel, Licht. Okay. Das ist in Ordnung. Und jetzt ist mir Minecraft abgeschmiert. Vielleicht ist das das subtile Zeichen, die Aufnahme zu beenden. Ganz großes Kino. Na gut, ich versuche es mal neu zu starten, und zu schauen, was eventuell verloren sein könnte. Bis gleich. Alles klar, hier sind wir wieder. Scheint nichts Schlimmes passiert zu sein.